Oh fuck. Nun gut. Wir sind tot. Genau, ich habe gerade den Schaden des Drachens ausgewürfelt, der aus heiterem Himmel euch frisst. Ich wusste es. Es waren 52 pro Zahn, den er hat. Sehen wir, und er hat viele Zähne. Man hat unsichtbar ein paar Würfel auf dem Spielfeld gesehen. Ja, ihr seht, wenn ich in meinen Turm reinwerfe. Das heißt, es ist nicht gut. Er versteckt irgendwas vor uns. Ja, guckt, ob irgendwas passiert über den Tag. Also weiter mit uns Richtung Banditenlager. Ja. Ah, jo. Ja, aber erstmal, die Werte Severa und der gute Kron, ihr dürft mir beide bitte Reflex-Safe-Würfe machen. Du hast mich. Wie heißt das? Reflex? Reflex. Das ist auf Übersicht rechts unten. Richtig. Oh, fuck! Ich meine. Ich suche es noch. Ah, da. Oh, fuck! Tschüss. Ja, also, Kron, du merkst, du bleibst halt gerade an einer Wurzel irgendwie hängen. Du bist zwar der Meinung, mit deinem Stock hast du nichts getroffen, aber irgendwie dein Fuß hat sie anscheinend schon getroffen. Hat sich schön drunter verkeilt und du fliegst so etwa so 2 Meter nach vorne und bremst mit dem Gesicht. Dann bin ich sehr schnell. Also, was denn nicht Leute wissen, Tengu sind für ihr Powerwalking bekannt, heißt, ich laufe nur so. Das hat mir schon in der ersten Folge gesagt, hier schon. Ja. Ich komme ins Stolpern, ich versuche mich mit meinem Stab zu fangen, doch es wird nichts. Und ich stecke mit Schnabel so. Oh, das hat bestimmt weh getan. Au. Ist alles in Ordnung? Erstmal Schnabel abschrauben, neu draufsetzen. Das ist ja. Die Wurzel. Apropos Wurzel, du hast auch das Gefühl, aber du hast sie irgendwie aus dem Boden rausgerissen. Du hast zwar gemerkt, dass da was war, aber. Ja. Severa Smash. Okay. Ich würde mal zurück zu der Wurzel gehen. So. Das war wie wenn sie mir nachging. Da ist keine Wurzel mehr, wo du gerade vorher warst. Da war eine Wurzel, ich schwöre es. Also ich habe irgendwas gespürt, aber. Ja gut, ihr habt Panzerschuhe an. Das ist klar, dass ihr das nicht so merkt. Aber ich mit meinen zarten Krallen, ich habe das sofort gemerkt. Allerdings, sieht man irgendwas auf dem Boden, dass da irgendwas weg ist oder so? Nö. Echt? Normaler Waldboden, also Äste, bisschen Laub, Moos. Ist das nicht drauf ausgerutscht sein? Ja, aber ich habe gemerkt, wie mich was vom Griff. Egal. Lass uns über die eigenen Beine gestolpert und irgendwelchen komischen Wurzeln die Schuld geben. Und ich würde jetzt einfach loslaufen. Was für ein Zauber hatte ich gleich nochmal? Ach ja, Todesstrahl. Sei drum, lass uns weiterziehen. Ja. Dann macht mir mal bitte alle eine Perception. Orientierung. Oh, Perception. Wir haben doch eine Karte. Ja, wir sind in einem Wald. Schon mal in einem Wald gewesen, so ohne Karte? Also mit Karte bringt ja nicht viel. Perception. Oh, mein Charakter ist genauso orientierungslos wie ich. Wow. Oh. Oh, ist schon schlecht. Also mit der plus 3 ist das schon scheiße. Ja. Also Rainer, du bist der Einzige, dem es so wirklich auffällt. Weil du hast immer mal so einen kleinen Keil in so einem Baum gemacht, nachdem dir das irgendwie skeptisch war. Ihr lauft im Kreis seit etwa so einer Stunde. Wir hätten außen rumgehen sollen.
Da ich im Moment doch so ein bisschen hinter den anderen laufe. Ist es jetzt weniger, du läufst vorne, ne? Nee. Ist das jetzt das erste Mal, dass es mir auffällt? Du hattest so eine Vermutung und deswegen hast du so einen Keil im Baum gemacht in 1-2 und jetzt bist du wieder an so einem Keil angekommen. Okay, das war vor wie viel Zeit ungefähr? Von einer Stunde? Naja, also du hast jetzt so fest, also du hast den Keil so etwa vor einer Stunde gemacht, den ersten, und bist jetzt, hast den jetzt gerade wieder entdeckt. Gut, dann setze ich mich an den Keil und lass die anderen weiterlaufen. Okay. Dann bin ich aber mal so fair. Severa und Alex kriegen mit ihrer Perception mit, dass so nach, ja, keine Ahnung, so 200, 300 Meter, dass du nicht mehr hinter ihnen bist. Warum nicht Dex und Alex? Ja, ich hab doch nur eine 6. Oh, Entschuldigung. Dann kriegt's nur Alex mit. Ich war bei dem Wurf vorher von Severa, den Reflexwurf. Entschuldigung. Nee. Ja. Also nur Alex kriegt's mit. Bitte, Alex? Phil, du bist gemein. Ich wollte sie eigentlich eine Runde laufen lassen. Was habe ich jetzt mitbekommen? Wer hat mich ihr seid so 200 Meter weiter und du hast festgestellt, dass Rainer nicht mehr hinter euch ist. Der war ja die ganze Zeit hinter euch, so ein bisschen mit Abstand, aber ne, der ist nicht mehr hinter euch. Ja. Sag du siehst sie Leute. Übrigens noch, Rainer. Mach da mal Leute. Wo ist denn eigentlich dieser Gnom? War nicht gerade noch hier? Haben wir den verloren? Wir brauchen einen neuen Rainer. Gehen wir zurück und suchen ihn. Müssen wir ja. Ich denke nicht, dass er sich verlaufen hat. Er gehört zu unserer Gruppe. Wir sollten ihn suchen. Ja, natürlich. Aber ich denke nicht, dass er sich verlaufen hat. In Sachen Waldkunde ist er immer noch der Beste von uns. Ob ihm etwas aufgefallen ist? Gerade dann sollten wir zurückgehen. Naja, es sah ein bisschen angeschlagen aus, ne? Na gut. Vielleicht ist er ja auch über eine imaginäre Wurzel gestolpert. Wird diese ganze Füßchen ansetzen. Ich piek's mit dem Stock. Au. Ah. Vogelmensch versteht echt keinen Spaß. Seht ihr mich lachen? Aber, Scherzspaß, weiter. Wo ist dieser Gnom? Rainer, du... Umdrehen und zurück. Rainer, du siehst sie. Kurz für dich, du siehst sie. Von der Seite, wo sie auch lang kommt oder wo die dann theoretisch lang kommen würden? Nee, die sind zwar schon nach vorne, so, also sitzt jetzt an einem Baum und dann so ein bisschen schräg nach vorne. Also. Ich drehe mich zusammen mit Kir um und laufe den Weg wieder zurück. Ja, ihr lauft so und... Ja, Rainer, du stellst fest, die gehen immer weiter weg. Okay, ja, ich nehme das erstmal einfach so hin. Also so scheiße könnte es doch auch nicht sein. Ja gut, wir waren schon ein bisschen scheiße zu ihm jetzt. Das zweite Mal. Na, ich meine die Orientierung. Ob ich nun zurückgehe, den Weg, den ich gekommen bin, oder ob ich irgendwie in die andere Richtung laufe. Ne, ich habe so eine Vermutung, dass wir in einem magischen Wald sind, vielleicht so möglicherweise. Ach, wenn jemand Hirschkönig heißt, was kann da schief gehen? Darf ich übrigens mal... Ich OOC, nicht mein Charakter. Ja, was kann ich vielleicht mal versuchen, irgendwie, wenn wir uns umdrehen, so nach einer Spur zu suchen? Ich weiß, das läuft bei mir wahrscheinlich ganz arg nach hinten los, aber... Survival oder Perception? Jetzt ist die Frage, seid ihr mit uns gelaufen oder nicht? Ich bin an dem Punkt stehen geblieben gerade. Okay, dann hat sich jetzt die ganze Gruppe irgendwo anders. Aha, 17! Was für Spuren suchst du denn? Ja, ob ich vielleicht sehe, wo ob er irgendwie abgebogen ist, so wenn man so unsere Spuren zurückverfolgt. Dann... Oh. Würde unsere Spuren zurückverfolgen zu einem Punkt, wo ich sehe, dass er sich abspaltet. Ja, dann... Nee, du folgst deinen Spuren zurück.
Und stellst fest, auf einmal sind die Spuren weg. Hm. Ich guck nach oben, sehe ich noch jemand anderen? Ein Baum ist direkt vor dir. Ja, aber ich meine allgemein, sehe ich die Gruppe noch? Ja, du bist nicht so weit weg von ihnen. Okay. Also ihr seid jetzt so im Umkreis von 10 Metern, so roundabout. Hier ist was faul. Ah. Ich caste Detect Magic. Wer sieht wen jetzt eigentlich noch? Erkenne ich hab das Magie. Baby gesehen. Das geleitet quickly. Hä? Was? Ich habe mich nur gefreut, weil ich eure Katze gesehen habe. Achso. Ja, ich frage immer noch, wer wen sieht. Ihr seht alle außer Rainer. Also im Umkreis, wie gesagt, ihr seid in einem Umkreis von 10 Meter etwa voneinander. Aber ihr seht euch noch. Und ich sind doch weggelaufen. Ja, aber ja nicht Stunden, aber nicht 10 Minuten lang. Ihr seid weggelaufen und dann haben. Ne? Ich guck mal nach wir oben. Sind nur auf der Suche zurück nach Rainer. Da siehst du Baumkronen. Ja klar, du bist auf dem. Also ihr seid gerade auch an Kron vorbei. So, ne? Also Kron ist auch noch in eure Richtung gelaufen. Haltet ihr irgendwann an, wenn ihr merkt, dass keiner mitkommt? Ist die Frage. Okay, dann geht ihr straight weiter. Alles klar. Leute, wir haben ein Problem. Ein paar Bäume hier sind magisch. Ah! Und ich weiß nicht, was das ist. Eine Frage. Wir sind jetzt wahrscheinlich nicht mehr in Sichtweite von den anderen, oder? Wie und was? Sichtweite ungleich Hörweite. Hören wir sie? Du kannst hören. Du kannst hören, dass Kron auf jeden Fall durch den halben Wald schreit. Er schreit zurück. Was willst du? Wo bist du? Schritt magisch! Ja, also du guckst in die Richtung, wo die hingelaufen sind, guckst wieder zurück, Baum weg. Der Baum ist weg. Da brat mir einer einen Wurm. Jetzt bildet er sich schon Bäume ein. Das hab ich nicht gesagt. Halt, stopp! Ich bin schon unter dem Hund. Haben wir ihn jetzt eigentlich gehört? Ja, ihr habt ihn gehört. Muschel. Also für ja, dann für laufen die. Wir wieder zurück. Kommen wir an? Ja, kommt ihr. Also, ich weiß nicht, wie für was für einen irren Vogel ihr mich haltet, aber hier stand gerade ein Baum. Ich drehe mich weg, ich drehe mich um, er ist wieder da. Er ist weg. Des Weiteren. Dex, was machst du denn eigentlich so, während das Ganze passiert? Mit den Damen mitgegangen und bin dann auch wieder zurück dann zu Korn gefolgt. Okay, mach mir mal einen Reflexwurf. Des Weiteren habe ich den Zaubertrick Magie entdecken gewirkt. Und ich sehe, dass einige Bäume hier magisch ist. Ja, also du darfst entscheiden, was du jetzt tust. Du würdest zwischen den beiden Damen durchfallen, weil du am Boden ausrutschst. Du kannst dich entscheiden, ihn beide an den Klamotten zu ziehen. Nein, ich fall für mich selber. Okay, dann landest du mit der Nase im Dreck. Okay, wer dann den Dreck wegkriegt, kann man helfen? Wir atmen tief durch. Das sieht übrigens sehr gut aus, Rainer. Ich schalte einfach mal meine Hand hin. Ja, nimm sie dann auch. Lass dich aufhelfen. Wälder sind halt nicht so meins. Ich sag euch, dieser Wald lebt. Dieser Wald ist alt. Und wie alt? Ich glaube eher die Frage ist, was können wir tun? Wir können den Wald umkreisen, aber ich denke, da die Banditen selber nicht in den Wald sind. Ob es vielleicht das Machwerk des merkwürdigen Hirschkönigs ist? Ich erinnere mich an mein Amulett und schaue es mir an. Erkenne ich irgendwas? Nö. Es ist ein Hirsch. Ich muss mal unseren komischen Zaubervogel hinhalten. Vielleicht kann der irgendwelche Magie dran erkennen. Der ist ja gerade weg. Ich glaube, wenn ich das richtig habe, ist das einfach ein Erkennungszeichen, dass man zu den Banditen gehört. Aber die Banditen wären ja auch niemals angekommen, wenn sie nicht irgendwie einen Kompass gehabt hätten. Das macht irgendwie Sinn.
die Frage, jemand eine Ahnung, wie wir jetzt hier, naja, weiterkommen? Wir müssen kurz auf unseren Magier warten. Ich wusste, wir hätten dafür sorgen sollen, dass wir den Typ lebend mitkriegen. Guckt da bei Dex ein ganz kleines bisschen vorwurfsvoll an. Engu, wir wollen, dass du das Amulett auf Magie begutachtest, ob es uns den Weg zeigen kann. Dann aktiviere ich meine Detect Magic, meine Augen leuchten grün auf und ich gucke mir das Amulett an. Und du sagst es, wie es sich gehört, wenn du zauberst. Ich liebe es einfach, es ist so gut. Ich muss kurz gucken, ob ich es drin habe. Detect Magic. Du mit halb vollem Mund. Detect Magic. Sehr gut. Was an? Hat funktioniert, ne? Ja. Du müsstest das aber eigentlich wie Kron sagen, wenn du zauberst. Und das mal ganz kurz hier. Detect Magic. Entschuldigung, okay. Am besten noch mit einem Krähe dahinter. Danach. Beim nächsten. Nee, du hast zwei Anläufe gebraucht, weil es wirklich eine starke Magie ist. Es ist ein Level 0 Zauber. Es ist ein totes Objekt. Oh nein, ich sehe hier drin keine Magie. Das ist wahrscheinlich bloß eins dieser menschenfetische Dinger, um sich zu kennzeichnen.